Guten Abend. Es ist Montag, Abend, Monday, Monday, oh Monday Evening. Gleich beginnt unsere Kundgebung und unsere Demo. Vorab jedoch, wie gewohnt, Musik und mehr. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Bin wieder froh, hier in Stuttgart sein zu dürfen. Und zurzeit kann man sich ja aber sehr viel aufregen. Und auch über uns Menschen und über den Krieg natürlich. Und naja, ich muss dann zugeben, die Bilder aus Aleppo gingen mir nicht so nahe wie die Bilder aus der Ukraine, obwohl es der gleiche Ursache waren, die gleichen Bilder. Wir haben da schon ziemlich viel verdrängt die ganze Zeit. Und man kann sich aber noch ein bisschen höher aufregen über die Götter. Denn die Götter, die haben uns zwar immer gesagt, die haben uns den freien Willen gegeben. Aber ich muss sagen, wenn ich einem Kind Streichhölzer gebe und der macht Blödsinn damit, dann nehme ich sie ihm wieder weg. Und das müsste eigentlich der liebe Gott ja auch machen, wenn er sieht, dass wir mit diesem freien Willen nicht umgehen können. Dann sollten wir, der sollte uns den wieder wegnehmen. Naja, und ich habe so ein paar Gedanken zu den Göttern mal in einem Vers zusammengefasst. Die Götter. Die Götter, die vom Mensch ersonnen, haben ein Gewicht gewonnen, wenn sie nutzten ihre Macht und sich Regeln ausgedacht. Die Vielfalt derer ist sehr groß, so ist des Menschen bitteres Los, egal an welchen Gott er glaubt, vieles ist schlicht nicht erlaubt. Die Regeln sind zwar festgeschrieben, von Buch zu Buch jedoch verschieden. Beim einen hat man nur ein Weib, der andere bietet Zeitvertreib im Haare mit sehr vielen Frauen, welchem soll man denn vertrauen? Wann darf man essen welches Fleisch, wer ist unfehlbar und weiß, was der Götterwille ist, was ist gut und was ist Mist? Wenn diese Götter sich mal treffen und ausführlich dabei besprechen, diesen großen Regelbrei, mein Gott, da wäre ich gerne dabei. Ja, und wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Und es stellt sich ja immer auch die Frage, ist das Ganze gottgewollt oder zufällig? Und in einem Lied, das heißt gottgewollter Zufall oder zufällig gottgewollt, habe ich dieses Thema mal ein bisschen bearbeitet. Es soll ja wirklich Menschen geben, es ist deren Glaube. Wenn du getroffen wirst vom Schiss einer Taube, dann ist das Gott gewollt und höhere Kraft. Sonst hätte die Taube das niemals geschafft. Und wieder andere sind sich sicher und sehr gewiss. Wenn dir einmal ein Zahn ausfällt aus deinem Gebiss, ist nicht der Zahnarzt schuld, sondern diese große Macht, die alles erschaffen hat und vollbracht. Und wenn man dieser Logik konsequent folgt, dann sind die nächsten Zeilen sicher Gott gewollt. Egal, was im Leben passiert, der Zufall regiert die ganze Welt. Egal, was der Mensch generiert, der Zufall regiert die ganze Welt. Der Zufall regiert die ganze Welt. Dass dieses Liedchen Zufall ist, das glauben die nicht. Eine übergroße Macht, das hier ihre Pflicht. Und jeder Ton und jedes Wort, die sind geplant. Auch wenn's ihm widerspricht, er hat es getan. Wenn zufällig ein Zufall einmal zufällig ist, dann ist das auch gewachsen auf seinem großen Mist. Und wenn ihr jetzt verwirrt seid und gegen mich grollt, das nützt euch gar nichts, es ist Gott gewollt. Und wenn man dieser Logik konsequent folgt, dann sind die nächsten Zeilen sicher Gott gewollt. Egal, was im Leben passiert, der Zufall regiert die ganze Welt. Egal, was der Mensch generiert, der Zufall regiert.
mal reagieren. Reagiert die ganze Welt. Aber jetzt nicht verzweifeln, sondern logisch denken. Ich kann euch nämlich noch eine Erkenntnis schenken. Ob Gott gewollt, ob zufällig, ihr ahnt es sicher schon. Ob Gott gewollt, ob zufällig, es folgt der letzte Ton. Ja, vielen Dank. Genau. Das musste gesagt werden. Ja. Und wenn wir so über das Leben, wir sind so ein bisschen bei der philosophischen Seite meines Schaffens. Und wenn man so über das Leben nachdenkt, dann kann man sich natürlich fragen, warum das Ganze? Man kann natürlich dann die Götter dafür verantwortlich machen, auch eine Möglichkeit. Man kann die Philosophen fragen. Ich kam irgendwie zu einem anderen Ergebnis, nämlich zu dem, dass das Leben ein ganz großes Rätsel ist. Ich weiß nicht, warum ich lebe, ich weiß nicht, warum ich geboren bin, ich weiß nicht, warum ich Lieder schreibe, ich weiß nicht, warum ich sterbe, ich weiß nur, dass ich sterbe. Und das habe ich mal in einem Lied zusammengefasst, das Leben bleibt ein Rätsel und dieses Rätsel ist auch unlösbar im Sein und wenn wir Pech haben, dann erfahren wir anschließend auch nicht, warum wir auf der Erde waren. Das Leben ist ein Rätsel. Was hab ich ignoriert und was hab ich echt kapiert? Was hab ich schon absolviert und was hab ich akzeptiert in meinem Leben? In meinem Leben? Wie oft hab ich schon verloren? Wie oft hab ich abgeschworen? Wie oft war ich auserkoren? Wie oft hab ich stark gefroren? Wie oft hat man mich geschont in meinem Leben? In meinem Leben? Doch ich möchte nichts wissen, es war so okay. Manchmal war es schön und manchmal tat es weh. Die Höhen und die Tiefen, es muss wohl so sein. Das Leben bleibt ein Rätsel, unlösbar im Sein. Wie oft hab ich nachgedacht? Wie oft war ich aufgebracht? Wie oft hab ich kehrt gemacht? Wie oft hab ich mich verkracht? Wie oft wurde ich ausgelacht? In meinem Leben, in meinem Leben. Wie oft war ich ungerecht? Wie oft ging ich nicht auf Recht? Wie oft hab ich zu viel gezecht? Wie oft war ich einfach schlecht? Wie oft kam ich nicht zurecht? Mit meinem Leben, mit meinem Leben. Doch ich möchte nicht wissen, es war so okay. Manchmal war es schön und manchmal tat es weh. Das Leben bleibt ein Rätsel, unlösbar im Sein. Das Leben bleibt ein Rätsel.
Ja, vielen Dank. Wir alle sind ja schon ein bisschen in den Jahren und ihr habt bestimmt alle schon mal den Satz gesagt, man wird nicht jünger. Der Satz ist aber gefährlich. Ein kleiner Wimmerick zu diesem Thema. Man wird nicht jünger. Wenn man in die Jahre kommt, zwickt und kneift es und es frommt, alles nichts. Es ist halt so, das Leben wird zum Risiko. Man hört dann öfters Schmerz verzerrt, man wird nicht jünger und das schmerzt. Doch jeder sollte sich dann fragen, was würde Jesus dazu sagen? Die Fragezeichen in Gesichtern kann ich auflösen. Man wird nicht jünger. Dankeschön. Die Demobühne heute ganz in badischer Hand. Vielen Dank, Rainer Meindl, Schwimmer aus Karlsruhe. Ein klasse Künstler, ein fleißiger Mitstreiter. Wir sehen uns gleich wieder. Markus hat auch etwas von Gott gesprochen und von den Jüngern und von Jesus. Ich musste als Kind in die Kirche katholisch erzogen und mir kommt heute immer wieder das Lied, das früher immer wieder gesungen wurde, in den Kopf. Wir sind nur Gast auf Erden. Das hat für mich jetzt eine ganz besondere Bedeutung. Der Landtag feiert Ende des Monats das 70-jährige Bestehen Baden-Württembergs. Landtag, Landeszentrale für politische Bildung und der Schwäbische Heimatbund sind für den Festabend verantwortlich. Nicht eingeladen ist der Badische Landesverband. Gut so, dass zumindest zwei gestandene Badener euch beim Kampf gegen den dümmsten schwäbischen Schwabenstreik Stuttgart 21 unterstützen dürfen und immer wieder dazu eingeladen werden. Wir kommen gerne. Herzlich willkommen zur 608. Montagsdemonstration gegen den größten aller Schwabenstreiche, Stuttgart 21. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass es heute nicht schneit. Unser Motto, ihr kriegt uns nicht los, wir euch schon. Und das hat sich schon dutzendmal bewahrheitet. Feiglinge verschwinden freiwillig. Heute hören wir Luigi Pantisano. Pantisano, Stadtrat, Fraktion Linke SOS, sein Thema, die Welt brennt, aber die Schilder fehlen. Und Yvonne Sauder von Extinction Rebellion, das bedeutet Aufstand gegen das Aussterben. Ihr Thema, Intervention für den Mensch, für den Marsch, für das Wasser und das Leben. Indigener Widerstand gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Liebe Freunde, Sie lügen, ja, Sie lügen und da sind Sie alle gleich. Die Damen und Herren möchte gern und Politiker, die ganz Kleinen wie die Großen, Mächtigen, Sie lügen. Der Brettener Provinzfürst lügt sich eine alte Scheune, einsturzgefährdet, weil er da bauen möchte. Die Stuttgart 21 Befürworter, die Clique von der Bahn bis zur Politik, lügt, dass sich die Schienen biegen, lügt, da wo ein Zug fährt, steht, kann kein zweiter sein. 8 Gleise können nicht mehr wie 16, wenn's brennt, entsteht Hitze, Rauch und Gift und da wo kein Loch ist, kann ich nicht raus. Die ganz großen Fürsten dieser Welt, dieses Planeten, lügen der Welt ins Gesicht mit fatalen Folgen. Ob Xi Jinping in China, die Königlichen von Katar, Despoten und Idioten oder ein durchgeknallter russischer Zar, alle lügen sich ihre Wahrheit zurecht, solange bis sie selbst daran glauben. Der Unterschied vom Provinzfürst zu Putin liegt natürlich in den unterschiedlichen Folgen. Nichts jedoch rechtfertigt eine Lüge. Nichts, aber überhaupt nichts auf dieser Welt rechtfertigt Zwangslager, Zwangsarbeit, Krieg, Mord und Völkermord. Es ist nicht die Entnazifizierung der Ukraine, es ist das kranke Verlangen nach dem alten großrussischen Reich, nach purer Macht, Herrschaft und Reichtum. Gottgleich entscheidet dieser Besessene über Leben und Tod,
vernichtet Lebensräume, ihre Bewohner, Menschen wie du und ich, ganz nach Belieben. In seiner historischen Aufarbeitung, übersieht der Großzar, dass dieser Planet weitaus älter als die Menschheit ist. Große Tiere wie Mammut und Dinosaurier bevölkerten einst den Planeten, auch das spätere Russische Reich. Wir wollen weder Dinosauriers noch Elsass-Lothringen zurück. Wir wollen in Ruhe und Frieden zusammenleben und alles dafür tun, dass die Welt heil und gesund unseren Nachkommen erhalten bleibt. Eines jedoch, liebe Freunde, hat die Urzeit und die heutige Zeit gemeinsam. Es gab und gibt große Tiere mit sehr eingeschränkten kleinen Gehirn. Die Menschen stoßen in die Unendlichkeit der Galaxien vor, erkunden den Urknall, schicken Sonden bis ins Unendliche. Ein probates Mittel gegen den Mörder Putin finden sie nicht. Nicht liquidieren, nicht eliminieren, nein, einfach einsperren in 5 Quadratmeter bei Schlafentzug und permanenter Bild- und Geräuschkulisse von Bombenkrieg, von seelischem und körperlichem Schmerz schreiender Opfer. Leider gibt es noch mehr Diktatoren, man denke nur an Syrien, welchen ich das wünsche. Solche Gedanken waren für mich eigentlich tabu. Krieg verändert. Nicht nur Oligarchen und gewisse Institutionen, auch deutsche Profiteure sollten sofort sanktioniert werden. Mein Wunsch: sofortiger Stopp jeglicher Zahlungen an Bundesgeldern, Stopp jeglicher Vorteilsnahmen für Ex-Kanzler Schröder, Einfrieren seiner Geld- und Sachbezüge aus Geschäften mit Russland. Wer sich nicht klar und deutlich von Herrn Putin distanziert, trägt zumindest eine moralische Schuld. So, das musste jetzt einfach sein, die Luft ist raus. Jetzt sind wir gespannt auf Luigi Pantisano, sein Thema, die Welt brennt, aber die Schilder fehlen. Und auch das hat verdammt viel mit Putins Krieg zu tun. Liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich sehr, nach einigen Jahren mal wieder hier sein zu dürfen bei euch. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mich noch mehr freuen würde, wenn die Montagsdemos und der Widerstand gegen Stuttgart 21 nicht mehr nötig wären. Es ist doch unfassbar, dass wir zum 608. Mal hier stehen und die Verantwortlichen unsere Mahnungen, Warnungen und unser Expertenwissen seit Jahren ignorieren. Die verantwortlichen PolitikerInnen von CDU, SPD, FDP und mittlerweile auch der Grünen in Stadt, Land und Bund und die vielen Bahnchefs würden sich mittlerweile am liebsten vor uns verstecken. Aber so einfach werden wir es ihnen nicht machen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind in den letzten Jahren nicht nur gegen irgendeinen Bahnhof auf die Straße gegangen, wir stehen hier immer wieder zu Hunderten und Tausenden, weil wir für eine klimagerechte Zukunft kämpfen. Wir kämpfen für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Boden, Wasser und Luft müssen geschützt werden. Dazu brauchen wir mehr Wind- und Sonnenenergie statt mehr Gas und Öl. Und wir brauchen vor allem eine nachhaltige Mobilität mit mehr Fuß-, Rad-, Bahn- und weniger privaten Autos. Wir erleben aktuell 3 große und weltweit stattfindende Krisen gleichzeitig. Die globale Corona-Pandemie, die großen Kriege in der Ukraine, im Jemen, in Syrien mit globalen Auswirkungen und die globale Klimakrise. Alle 3 Krisen haben ihren Ursprung in der Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen auf unserer Erde. Das hinter diesem krisenstehende System nennt sich Kapitalismus. Die Anhäufung von Reichtum in den Händen von wenigen auf Kosten der vielen. Diese wenigen Reichen, ob wir sie nun Oligarchen nennen, die mit Yachten auf den Weltmeeren herumfahren, oder sie als Superreiche bezeichnen, die mit ihren Raketen ins All fliegen, einfach so zum Spaß, sie sind
gemeinsam die Hauptverursacher dieser Krisen. Sie häufen in ihren wenigen Händen so viel Reichtum an, dass die vorherrschenden Krisen mit ihrem Geld sofort gelöst werden könnten. Das wollen sie aber nicht, denn dann müssten sie ihren Reichtum mit allen anderen teilen. Zu diesen Krisen gesellt sich eine große Krise der Politik. Eine Politik, die nicht die Interessen der vielen vertritt, sondern deren Ziel es ist, den Reichtum dieser wenigen zu schützen. Die Politik ist nicht willens, die aktuellen Krisen ernsthaft zu lösen, da sie selbst vom vielen Reichtum der wenigen profitiert. Und manche Politikerinnen sind selbst Teil dieser wenigen Reichen auf der Erde. Es ist an der Zeit, dass wir uns als die vielen gegen diese Krisen wehren und uns mit der Wurzel dieses Übels auseinandersetzen. Wir müssen den Kapitalismus überwinden, um diese Krisen zu lösen. Wir müssen wegkommen vom Streben nach immer mehr Wachstum. Wir müssen hin zu einer Welt, in der wir schonend mit den natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit umgehen und diese fair auf dem gesamten Globus verteilen. Wer heute viel hat, wird morgen weniger haben. Daran führt kein Weg vorbei. Und die Folgen sehen wir sonst auch jetzt schon täglich. Dürren, Hunger, Flutkatastrophen, Flucht, Kriege, Pandemien, Tode, noch mehr Flucht. Die Welt brennt und doch jetzt schon an allen Enden und Ecken auf unserer Erde. Nach dem Leitsatz global denken, lokal handeln, haben wir alle die Verantwortung und auch die Möglichkeiten zu handeln und unseren Teil beizutragen, diese einzige Erde, die wir haben, zu erhalten für unsere Kinder und Kindeskinder. Ihr handelt hier lokal auf der Straße gegen Stuttgart 21. Fridays for Future an vielen Freitagen im Jahr. Wir machen das auch mit unserer Arbeit im Gemeinderat. Als Fraktion haben wir in den letzten Jahren viele Initiativen gestartet gegen Stuttgart 21 und für eine nachhaltige Mobilität in unserer Stadt. Wie ihr stoßen wir auch mit unseren Initiativen seit Jahren in der Stadtverwaltung gegen eine Wand. Selbst bei Projekten, die offensichtlich zum Wohle aller Bürgerinnen sind und die wir mit einer Mehrheit im Gemeinderat beschließen, geht kaum was voran oder sogar meist in die falsche Richtung. Nehmen wir zum Beispiel die Planungen und Entwicklungen zur Gäubahnstrecke. Wir fordern seit Jahren einen Weiterbetrieb der Panoramastrecke. Wir fordern weiter den Erhalt oberirdischer Gleise, um beim verkorksten Tiefbahnhof das Schlimmste zu verhindern, damit kein Nadelöhr entsteht. Mit dem Projekt Umstieg 21 gibt es auch ein gutes Konzept, das einen Ausweg aus dieser Misere aufzeigt. Aber bisher hat sich noch niemand in der Stadtverwaltung Stuttgart ernsthaft damit befasst. Laut dem eigenen Gutachten der Stuttgart 21 Projektgesellschaft wird mittlerweile bestätigt, dass ein Weiterbetrieb der Panoramastrecke und der Erhalt von oberirdischen Gleisen Sinn macht. Es muss verhindert werden, dass Züge aus Konstanz und Zürich über 10 Jahre lang vom Hauptbahnhof in Stuttgart abgehängt werden. Und apropos Konstanz, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich in Konstanz beinahe zum Oberbürgermeister gewählt worden wäre vor 2 Jahren. Ich kann euch sagen, dass die Menschen in Konstanz darüber entsetzt sind, dass sie über Jahre auf der Gäubahn nicht nur in Singen, sondern bald auch in Feigen umsteigen müssen, um an den Stuttgarter Hauptbahnhof zu gelangen. Eine Fahrt mit dem Zug von Konstanz nach Stuttgart verlängert sich somit auf bis zu 3 Stunden. Schon heute braucht man im Vergleich dazu mit dem Auto nur rund 1,5 Stunden. Und statt die Gäubahnstrecke auszubauen, wie seit Jahren gefordert, wird aktuell die Bundesstraße von Singen nach Konstanz zur 4-spurigen Bundesstraße ausgebaut. Das wird eine Autobahn für noch mehr Autos. Das ist Wahnsinn und eine Mobilitätswende ist in Südbaden, wir hatten es vorhin mit den Badenern, und darüber hinaus damit fast unmöglich. Alleine dieses Beispiel zeigt, dass die herrschende Politik im Land und Bund kein Interesse am Erreichen der Klimaziele hat. Sie belügen und betrügen uns und sie belügen vor allem auch die Jugend, die jede Woche auf die Straße geht. Die Stuttgarter Stadtspitze ist kein bisschen besser. Sie ignorieren ebenfalls alle Vorteile für den Nah- und Fernverkehr bei einem Weiterbetrieb von oberirdischen Gleisen. Sie fordern weiterhin vehement die Räumung des gesamten Gleisvorfelds,
damit dann endlich gebaut werden kann. Damit dann noch mehr klimaschädlicher Beton zur Freude von Immobilienhaien verbaut wird. In einem hatte die Deutsche Bahn recht. Es ging bei Stuttgart 21 nie um ein Bahnprojekt, sondern es ging immer um ein Immobilienprojekt. Und wie wir heute wissen, entstehen nicht die vielbeschworenen bezahlbaren Wohnungen im Rosensteinquartier, sondern es geht vor allem darum, dass Immobilienhaie, die italienische Mafia und russische Oligarchen Geld mit Stuttgart 21 verdienen. Diese Beispiele zeigen, dass nirgends ernsthaft und mit der gebotenen Dringlichkeit an einer echten sozial-ökologischen Mobilitätswende und am Erreichen der Klimaziele gearbeitet wird. Eine Mobilitätswende in Stuttgart ist insbesondere auch für das Wohlergehen der Stuttgarterinnen und Stuttgarter wichtig, die unter der Flut und dem Lärm der vielen Autos in der Stadt insgesamt leiden. Wir müssen für Menschen, die zu Fuß gehen, mit dem Rad einkaufen, sowie mit dem Bus und Bahn zur Arbeit fahren, eine lebenswerte Stadt gestalten. Den Verkehr der Zukunft müssen wir aus dem Blickwinkel der Schwächsten im Straßenverkehr planen. Kinder und Ältere haben Vorrang und stehen für mich an erster Stelle, dann Fahrradfahrende, danach Busse, Bahnen sowie Carsharing und dann erst das privat genutzte Autos. Um das ganz klar zu sagen, es kann keine Gleichberechtigung geben zwischen meiner vierjährigen Tochter und einem SUV in dieser Stadt. Wir haben als Fraktion und in einem Bündnis die Vision einer autofreien Innenstadt für Stuttgart entwickelt und sogar im Jahr 2017 im Gemeinderat beschlossen. Wir wollen endlich, dass der Beschluss Realität wird. Die Stadtverwaltung hat uns aber allerdings mitgeteilt vor ein paar Monaten, dass sie das nicht vor dem Jahr 2030 umgesetzt bekommen. Durch verkehrsberuhigte Zonen und Tempo 30 in der gesamten Stadt Stuttgart wollen wir zusätzlich neue Räume für sichere Rad- und Fußwege, Grünbereiche für Jung und Alt, Bäume und Spielplätze für Kinder entstehen lassen. Obenopper hat mit allen Mitteln versucht, erst kürzlich unseren Beschluss für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit zu hindern. Dabei wollten wir nur mit 100 anderen Städten einer Städteinitiative des Städtetags beitreten. Auch das wollten er und seine autonare Partei CDU nicht. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass Stuttgart zu einer Modellregion für einen günstigen Nahverkehr wird. Wir fordern ein 365-Euro-Ticket als Übergang hin zu einem Nulltarif für alle. Das geplante 9-Euro-Ticket für 3 Monate zeigt, dass es geht. Aber warum nur für 3 Monate? Wir brauchen langfristig einen günstigen bis kostenlosen ÖPNV. Und den Handel und die Wirtschaft in der Innenstadt möchte ich an dieser Stelle auch beruhigen, denn sie beschweren sich über all diese Ideen. Sie haben die Sorge, dass die Innenstadt ausstirbt, wenn wir eine echte Mobilitätswende umsetzen. Beispiele und Studien aus vielen anderen Städten zeigen, dass gerade der Handel von einer autofreien Stadt profitieren würde. Wo viele Menschen zu Fuß und mit dem Rad sicher unterwegs sind, stimmen auch die Handelsumsätze und weniger Menschen bestellen dann auch online. Erinnert euch an die Königstraße, als sie eine vielbefahrene Straße war. Hier war eine riesige Kreuzung. Und schaut euch nun an, wie viele Menschen heute hier einkaufen, sich aufhalten und flanieren. Und dann ist es auch möglich und nötig, dass nicht nur konsumiert wird in der Innenstadt, sondern Menschen auch in der Innenstadt wieder wohnen können. Das sind allesamt Maßnahmen, die ohne größeren Aufwand umgesetzt werden können. Aber die Politik in Stadt, Land und Bund hat wenig Interesse daran, diese Maßnahmen umzusetzen. Auch nicht die Grünen, wie wir hier in Stuttgart und Baden-Württemberg schon lange wissen. Sie haben das Verkehrsministerium im Bund nun der FDP überlassen. Und die FDP macht das, was die FDP am besten kann. Sie schützt die Interessen der Reichen und Superreichen, die mit ihren 2, 3 Autos und SUVs die Luft weiter verpesten wollen. Diese Bundesregierung bekommt es nicht einmal hin, einen notwendigen Tempolimit auf Autobahnen zu beschließen. Das würde so gut wie nichts kosten, aber sehr schnell sehr viel CO2 und Mineralöl einsparen. Aber Verkehrsminister Wissing hat ernsthaft behauptet dieser Tage,
dass ein Tempolimit nicht umzusetzen sei, weil die notwendigen Schilder fehlen. Geht's noch? Die Welt brennt und ein wichtiger Beitrag zur Rettung dieser Erde ist nicht möglich, weil es ein Schildern für ein Tempolimit fehlt. Mit dieser Politik, mit dieser Bundesregierung, mit dieser Landesregierung und diesem Oberbürgermeister wird das nichts mit einer echten Mobilitätswende. Liebe Freundinnen und Freunde, uns bleibt also nichts anderes übrig, als die Mobilitätswende selbst in die Hand zu nehmen. Wir müssen weiter konsequent gegen Stuttgart 21 auf die Straße gehen und einen Umstieg 21 erwirken. Wir müssen mit den jungen Menschen von Fridays for Future auf die Straße gehen und mit ihnen Druck auf die Regierungen dieser Welt ausüben. Und zum Schluss habe ich eine Nachricht an diejenigen, die regieren. Herr Scholz, Herr Wissing, Herr Kretschmann, Herr Nopper, ihr werdet uns nicht los, wir euch schon. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Luigi, für deinen Beitrag. Es gibt noch verdammt viel zu tun. Viele, viele haben die Zusammenhänge von Klimaschutz, Pandemie, Krieg immer noch nicht verstanden. Mein Vorschlag, ich hatte eine Idee für ein neues Buch, Christian Lindner mit Vollgas in das Verderben. Leute, der Stuttgarter Beitrag zur Verkehrswende, ich habe vor 4 Wochen für das Vier-Zonen-Ticket 10,30 € bezahlt. Heute habe ich für das Vier-Zonen-Ticket 13 € bezahlt. Ja, man muss ja mehr verdienen dürfen, wenn weniger Autos fahren. Das ist alles unglaublich. Ich darf noch um Spenden für unsere Klamit-Demokasse bitten. Demos auf der Straße kosten natürlich Geld. Wir brauchen das Geld und vor allen Dingen brauchen wir unsere Demos. Hören wir nochmals Rainer Markus Wimmer, kabarettistisch, poetischer Liedermacher und Autor aus Karlsruhe. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, bei, also Luigi das gesagt hat, ist mir ein Spruch, ein Satz von Herrn Weigel. Er ist ja, der Herr Weigel ist ja ZKM in Karlsruhe, der Rektor, der hat neulich gesagt, wir haben keine Klimakrise, wir haben eine Menschheitskrise. Das Klima wird überleben, aber ob wir in diesem neuen Klima leben können, das ist die Frage. Das ist ein, fand ich, ein bedenkenswerter Satz von Herrn Weigel und er sagt ja viele schlaue Dinge, aber die waren besonders treffend. Ja, wir leben ja in einer sehr sexualisierten Welt, das ist leider so oder Gott sei Dank so, je nachdem wie man die Sache sieht. Und in der Evolutionsbiologie lässt sich das auch ganz gut erklären, denn die ganzen Entwicklungen auf der Erde, auch wir Menschen, sind nur davon abhängig, dass sich jemand fortpflanzt. Und eine Mutation, die ja immer beim Fortpflanzen entsteht oder entstehen kann, die kann sich ja nur durchsetzen, wenn derjenige oder diejenige, die die Mutation hat, sich auch weiter fortpflanzen möchte. Eine Mutation in einem Wesen, das keinen Bock hat, sich fortzupflanzen, ist für die Katz. Insofern ist die Fortpflanzung der Ursprung des ganzen Lebens auf der Erde. Und darum wird es überall getrieben. Überall. Am weiten Strand, auf weißem Sand, am blauen Meer, bei Tag und Nacht, Regen und Wind, auf hohen Bergen, tief im Tal am kleinen Fluss. Jeder Platz gibt etwas her. Im Himmelbett, am Küchentisch, auch auf der Couch. Im Porsche und ganz smart im Smart. Im Chefbüro der Werkstatt und auch auf dem Klo. In jeder Bar, es ist der Wahn.
überall an jedem Ort, an jedem Fleck, überall um jede Zeit, die Lust macht alle keck. Überall. Überall. Auch im Pfarrhaus, der liebe Gott schaut weg oder auch zu. Und im Freudenhaus sowieso. Unter freiem Himmel, in einer Vollmondnacht. Auch bei meinem Konzert haben sie schon gemacht. Überall an jedem Ort, an jedem Fleck. Überall um jede Zeit, die Lust macht alle keck. Überall, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, zum ersten Mal, zum letzten Mal, die Lust macht alle gleich. An jedem Ort, an jedem Fleck, die Lust macht alle Leute keck. Über an jedem Ort, an jedem Fleck, die Lust macht alle Leute keck. Überall. Ja, vielen Dank. Ich habe neulich mal schon nachgeschaut, wie viele Liebeslieder ich schon geschrieben habe, und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, die Liebe muss eine meiner größten Musen gewesen sein, und so habe ich die Serie aufgelegt, Liebeslied der Woche. Auf meiner Homepage www.wimmerx.de kann man jede Woche ein Liebeslied aus meiner Feder heraus abhören und über eine Playlist alle schon veröffentlichten auch anhören. Liebeslied der Woche auf meiner Homepage www.wimmerx.de. Und aus dieser Serie möchte ich ein Liebeslied spielen. Es gibt ja schon immer Liebe mit Hindernissen, historisch Adel, nicht Adel und so weiter, falsche Religion und so weiter und so fort. Aber heute gibt es noch Hindernisse in der Liebe, und von einem dieser Hindernisse zeugt das notfolgende Lied "Nicht alleine sein". Musst du wirklich schon gehen, musst du wirklich schon erstehen, ich will nicht alleine sein. Danach nicht immer so alleine sein. Musst du wirklich schon in die Klamotten? Du sparst deine Zeit in die Schotten. Ich will nicht alleine sein. Danach nicht immer so alleine sein. Ich kann mich doch nicht einbewegen, Katze oder Hund zu legen. Ich will nicht alleine sein. Ich weiß die Schrufen, die Pflichten, du musst es immer einrichten, um bei mir zu sein. Für kurze Zeit bei mir zu sein. Es soll noch keiner merken, du willst es noch verbergen, dass wir zusammen sind. Dass wir so eng zusammen sind. Schweigen und mich quälen, wir können so glücklich sein. Ich weiß, dein Mann darf's noch nicht wissen, weiß, dass wir uns heimlich treffen müssen. Wegen deinen Kindern lass ich es noch gelten. Ich weiß, du lebst noch zwischen die beiden Welten. So alleine sein. Musst du wirklich schon gehen? Musst du wirklich schon aufstehen? Ich will nicht alleine sein. Danach nicht immer so alleine sein. Musst du wirklich schon in die Klamotten? Du sparst deine Zeit in die Schotten. Ich will nicht alleine sein. Danach nicht immer so alleine sein.
Alle nach erfüllten Verlangen, will ich dich für immer empfangen. Wir können so glücklich sein. Und bist du dann gegangen, liebe ich zwischen Hoffen und Bangen und fühle mich so allein. Ich möchte nicht alleine sein. Danach nicht immer so allein sein. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Markus. Rainer Markus. Wir sind ja fast gleich alt, kommen aus der gleichen Ecke. Meine Begeisterung habe ich in dem Netz gelesen für Konstantin Wegger, Ludwig Hirsch, Stefan Zulge und Georg Kreisler. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht kennt ihr es noch, Demandauten vergiften im Park, das war ein Insider, ein echter Kreisler. So, und jetzt was ganz Schlimmes, liebe Freunde. Ich habe vergessen, die Fahrradfahrer zu begrüßen. Oh. Seid ihr alle da? Super, Entschuldigung, ich begrüße die Radler, die Montagsdemo-Radler. Liebe Freunde, Extinction Rebellion bedeutet Aufstand gegen das Aussterben, ist eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung. Das Ziel ist es, den für das Klima nötigen umfassenden und tiefgreifenden Wandel herbeizuführen. Damit will XA, das Risiko der Auslöschung der Menschheit und des Kollapses unseres Ökosystems verkleinern. Ihr erinnert euch sicherlich an Tren Maya, das Bahnprojekt in Mexiko. Die DB ist Auftragnehmer und unterstützt so die Zerstörung von Waldgebieten und den Lebensraum der Indigenen. Unsere Bewegung zeigt sich mit den Indigenen Mexikos solidarisch und hatte dazu auch schon eine Aktion an der Mahnwache. Indigene Mexikos organisieren die Karawane für das Leben. 30 Tage lang laufen die indigenen Gruppen durch Mexiko und informieren über ihre Wasserprobleme, welche sie wegen Entwicklungsprojekten und Klimakrise haben. Ich begrüße ganz herzlich heute Yvonne Sauder von Extinction Rebellion, Ortsgruppe Stuttgart. Zurzeit ist eine Karawane für das Wasser und das Leben in Mexiko unterwegs. Sie besucht Orte des Kampfes um Wasser und des Widerstandes gegen Konzerne und die Regierung. Die Karawane läuft seit dem 22. März, dem Weltwassertag, von einem Ort aus, der wegen des Kampfes um die ehemals besetzte Wasserfabrik des Konzerns Danone bekannt ist. Monatelang gab es dort kein fließendes Wasser und daher verheerende Auswirkungen auf die Landwirtschaft, weshalb am Weltwassertag vor einem Jahr beschlossen wurde, die Förderanlage zu besetzen und zu versiegeln. Das Fabrikgelände verwandelten die Indigenen in ein Gemeindezentrum, von dem aus Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft und Frauen organisiert wurden. Doch nach knapp einem Jahr wurde das Gelände geräumt und das Abpumpen des Wassers soll nun weitergehen. Auch Aktivistinnen aus Deutschland haben sich der Karawane angeschlossen, um den Kampf gegen Unterdrückung zu unterstützen. Denn viel zu häufig hängen Ausbeutungen im globalen Süden mit Konzernen des globalen Nordens zusammen. Dies können wir bei unserer geliebten Deutschen Bahn und ihren Auslandsgeschäften um Enteignungen, Zwangsvertreibungen und Umweltzerstörung wie beim Tren Maya-Projekt in Mexiko sehen. Die Illusion des Fortschritts, in dessen Namen Unternehmen und Staaten Gebiete enteignen, diese Illusion verschwindet, wenn die Völker den Tod vor Augen haben. Weitere deutsche Unternehmen beuten Mexiko in postkolonialer Form für ihre Profite aus, nutzen geringere Umweltschutzbestimmungen für ihre Zwecke und verstoßen gegen geltendes Recht, wie der dafür bereits bekannte Automobilkonzern Volkswagen. So wehren sich Landwirte in der Region gegen Volkswagen und deren Einsatz der Anti-Hagelbomben, die eine Schallwelle aussenden, um Wolken aufzulösen und die Entstehung von Hagel und Regen zu verhindern.
zum Schutz neu gefertigter Autos. In dem bereits von Wasserknappheit betroffenen Gebiet entstehen dadurch Dürren und Trockenheit. Mehr als 2000 Hektar Ackerland sind davon betroffen. Weitere Stationen der Karawane führten zu von Enteignung betroffenen Bevölkerungsgruppen, StraßenverkäuferInnen, HausbesetzerInnen und Studierende, wodurch eine enorme Motivation für Solidarität und Vernetzung der sozialen Widerstände entsteht. Wie auf der Reise der Zapatista betont wird, ist eine internationale Vernetzung der Schlüssel, um globalen Problemen entgegenzutreten und eine solidarische und würdevolle Welt aufzubauen. Diese Veränderung kann nur von unten kommen, da eine staatliche Politik nachweislich nicht die eigenen Interessen, die Interessen der Bevölkerung, sondern kapitalistische Interessen repräsentiert. Allerdings bedeutet dies auch, am eigenen Umgang mit den Mitmenschen zu arbeiten, Widerstand gegen die herrschenden Zustände zu leisten und auch den eigenen Konsum zu reflektieren. Ob Stuttgart 21 oder Enteignungen in Mexiko und überall auf der Welt. Ja, basta, es reicht. Ganz nach dem Schrei der indigenen Catch and Power. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt. Wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld. Wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Danke. Liebe Yvonne, besten Dank, schön, dass du gekommen bist. Und sie lügen und sie lügen und sie lügen auch in Mexiko. Yvonne und liebe Extinction Rebellions, you never walk alone. Wie through a storm, hold your head up. Das heißt, durch den Wind gehen und den Kopf oben halten. Und das tun wir alle. Wir gehen seit Jahren durch den Wind und halten den Kopf oben. Das war jetzt fast ein Schlusswort. Noch einige Termine. Was macht der Mensch ohne Termine? Er hat keine, aber wir haben Termine. Am Samstag, den 16. April, alljährlicher Ostermarsch, beginnt 12 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Am Ostermontag, den 18. April, findet keine Demo statt. Wir suchen die restlichen Ostereier. Am Montag, den 25. April, gibt es hier auf der Demo eine Rede von Hans-Jörg Jäckel zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, Tunnelplanung. Vielen Dank, Fragezeichen. Sind wir doch sehr froh und glücklich, dass Hans-Jörg für uns die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Jeden Samstag ab 16 Uhr Kundgebung und Diskussion am Stauffenbergplatz. Thema Stopp den Krieg in der Ukraine. Veranstaltung Die Linke, das Klima und Arbeitsplätze retten, nicht den Kapitalismus. Mittwoch, den 13.04. 19 Uhr in der Raube Immersat mit Bernd Rixinger, Mischa von Fridays for Future und Verdi. Die Haltestelle Feuerbach, ein ständiges Ärgernis, besonders für behinderte Menschen. Störungen der Rolltreppen und Fahrstühlen am 21. April 10.30 Uhr. Finde deshalb eine Protestaktion vor Ort statt. Komme zuhauf mit Protestschildern, besonders gern gesehen natürlich die am ärgsten Betroffenen, unsere behinderten Mitmenschen. Feuersee! Feuerbach! Feuersee! Feuerbach! See! Entschuldigung! Danke! Feuersee! Ui, 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 das ist schwer. So. Das war's, ihr Lieben. Bürgerbrief. Das war's, ihr Lieben. Dran denken. And you'll never walk alone. Bleibt gesund, kommt gut nach Hause. Putin stoppen und natürlich oben bleiben.